Herzlich willkommen zurück zu Dogfall Part 18. Ja, wir haben gesagt, wir gehen jetzt nochmal raus und schauen mal, was wir hier jetzt noch mit der Lampe machen können. Gleich kommt bestimmt wieder der Hund. Achtung. Nein, da gucken wir nicht rein. Obwohl, da war ja auch ein Zeichen, ne? Das war doch das Sternbild, glaube ich, ne? War dieser komische... Ach nee, es war eine Bank. Ich habe gedacht, es wäre... Naja, ist egal. Hier willst du mir was... Aha. Kann ich auch wieder zurück? Ach da. Hier willst du... Einer nach dem anderen. Nach dem anderen. Nach dem anderen. Alle fort. Dunkel jetzt im Kopf. Keine Augen, blinde Augen. Sehen dich. Sehen nur dich. Mhm. Genau, alles klar. Psychos. Müssen wir jetzt hier jede Wand anschauen, falls die Olle hier sagt. Oh, hier ist doch bestimmt wieder mit dem Telefon. Ach, weiß ich. Was war denn hier? War hier der Warteraum? Ja, ne? Okay. Wollen wir nochmal telefonieren? Oder wird da das gleiche kommen? Weil ich meine, wir haben noch Münzen, ne? Warte mal, wir sollten... Ah, den Schlüssel. Jetzt verstehe ich... Wisst ihr noch? Das war doch hier am Telefon. Wir sollten eine Kanne finden. Da hat sie den Schlüssel versteckt. Fällt mir gerade so ein. Und den hatten wir ja gefunden. Für was waren das? Für die Bar oder was? Das war der Schlüssel für das Zimmer von denen. Und dann würden wir mehr erfahren. Das hatten wir ja. Mal gucken, vielleicht kommt jetzt wieder das Gleiche. Wie war das jetzt hier nochmal? Da und hier. Oder können wir gar nicht mehr telefonieren? Klick, klick. Klick, klick. Irgendwie nicht. Achso, warte mal, ich muss erst abheben, ne? Jetzt. Kommt noch was? Ja, aber es ist gleich, das ist wieder Nigel. Hallo? Is someone there? Ja, hier ist die Sinophie. Who are they? My name is Nigel. Nigel Danvers. Me and my colleague Polly, we were working in the hotel. Genau, gleich mal mitten im Satz beendet. Wir kennen das ja schon, genau, mit der Teekanne und dem Schlüssel, den haben wir ja auch schon gefunden und da sind wir in ihr Zimmer reingekommen. Ich habe gedacht, vielleicht würde er ja was anderes jetzt sagen. Hätte ja auch sein können. Können wir das hier nicht mal abmachen oder so? Nee, ne, da kommt auch kein... Aber ich kann an dem Knauf drehen. Hier können wir uns die auch nicht anschauen. Schauen wir nochmal hier rein. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hier sind. Taunton. Taunton war doch auch mal irgendwas. Paddington, Winchester. Wait, nee, was steht da? Maus? Irgendwas mit Maus. GWR. Ah, GWR. Great Western Railway. Okay, das ist sowas wie Deutsche Bahn. Die Regen haben sich über die GWR aufgeregt. Alles klar. Ja gut, also ich meine, das kennen wir ja jetzt auch schon hier. Wir konnten noch mal eins nicht... Hallo? Anklicken. Das da. Wir können es immer noch nicht anklicken. Gut. Sollen es nicht weiter stören. Das Handy wird weiterhin kaputt sein. Genau.
Das kennen wir alles schon. Ja. Ja. Können wir auch. Ja, gut. Dann gehen wir doch noch mal. Ach, zu den Toiletten wollten wir noch mal gehen. Und zwar wollten wir. Einmal stand ja bei den Damen. What the fuck? Was geht da draußen ab? Fliegt hier ein Hubschrauber lang? Hallo? Was war das denn jetzt gerade? Egal. Genau, hier stand ja irgendwas mit. Macht das Licht aus. Das werden wir jetzt auch nochmal austesten. Und zwar hier. Vorher gehen wir noch mal einmal in die Männertoilette rein. Die Kinder vom Kinderheim. Genau, erhält GWR, Great Western Railway, BP vor TT, weiß ich auch immer noch nicht. Genau, Larsus ist dieses Zeichen. Drehen wir uns mal, können wir uns mal so, so nochmal umdrehen. So. Jetzt machen wir mal das Licht aus und gehen nochmal in die Damentoilette. Können wir jetzt hier nochmal irgendwas? Nö. Ich muss ein bisschen aufs Klo. Naja, ich bin ja gerade hier. Vielleicht sollte ich da mal. Wie kommen wir denn jetzt hier rüber? Müssen wir jetzt hier einmal so, so. Danger. Kann ich das hier abschrauben? Nein. Kommen wir hier gar nicht mehr rein? Anscheinend nicht. Kommen wir gar nicht mehr rein. Hätte ich jetzt aber auch echt anders erwartet. Gut, ich gehe jetzt nochmal in die Damen rein. Und in die. Ich komme nur hier rein. In die wahnsinnig hübsche Toilette. Mach den Deckel zu. Und mach einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich hier wieder. Ich muss nämlich ganz dringend pinkeln. Okay. Tschüss. So, nun habe auch ich meine Notdurft erledigt. Können wir gleich weitermachen. Dingsbums hier. Ach, steht ja eh wieder nicht. Drüben. So, und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Aber wir können auch da ja wieder hinten ins Hotel gehen. Müssen wir nicht hier einmal so doof rumlaufen. Wir können jetzt eh mal hier reingehen. Ach nee, wir wollten ja nochmal einen Schuppen, ne? Zurück. Zurück. Können wir nicht hier über die Gleise spazieren? Bitte. Hallo. Hier. So. Gut. Wo kann ich jetzt hier noch mal reingehen? Da. Ja, so. Nein. So. Da ist er. Ah. Ach ja. Lampe. Genau. Da ist auch wieder so eine komische Axt. So, dann gehe ich jetzt nochmal hoch, gucken einmal. Genau, hier haben wir alles gehabt. Und dann gehen wir ruhig echt nochmal runter. Wie gesagt, es kann ja überall noch was sein. Vorher wischen wir nochmal hier die Scheibe sauber. Ja, genau hier. Ah ja. Wunderbar.
kann ich doch, genau, die kann ich hier abstellen. Das hatten wir uns ja auch aufgemalt. Das hier war das letzte Zeichen, was wir hatten, ne? Das ist Larsus. Das war hier das Sternding. Das hatten wir gesehen auf dem elektrischen draußen. Ich glaube, das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Oder so. Können wir hier irgendwie mit der Brille mal gegen? Nee. Nee, hier gibt es nichts. Ja, gib mir die Lampe wieder und dann machen wir uns wieder auf den Heimweg. Genau. Gut, haben wir das auch erledigt? Abmarsch nach draußen. Da lang. So, und jetzt gehen wir doch mal wieder rein. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt jetzt gleich die Stelle da beim zweiten Stock wieder oder kann ich einfach gleich in den dritten hochgehen? Und? Nein, passiert nichts. Komm, dann machen wir erstmal den dritten jetzt. So. Kein hier. Ja gut, hier steht ja auch alles noch da und die. Ah, wir müssen auch noch mal. Da fehlt uns auch noch, fällt mir gerade ein, das kennen wir schon. So. Weil im Bad, ach, da hätten wir jetzt eigentlich, wo, in welchem Bad waren das? Unten, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Da lagen doch die. Heißt es vielleicht, dass Sandstein und Kreide hier unten liegen müssen? Oder fehlt uns einfach die zweite Hälfte des Bildes? Weil dann waren Bronze und Holz ja da oben irgendwie. Wollen wir das mal versuchen einzustellen? Irgendwie. Sandstein hierhin, Kreide dahin und dann Bronze und Holz einfach mal nach oben. Könnten wir mal machen, ne? Ach nee, das liegt echt nur so da. Ja, genau. Da fehlt uns die zweite Hälfte immer noch vom Bild. Ja, auf jeden Fall. Gut zu wissen. Das können wir alles nicht anklicken. Da. Das kannten wir. Hier, das können wir doch jetzt auch. Nee, das können wir noch nicht. Das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Er war der Fünfte. Sie war, weiß ich nicht. Er ist auch, weiß ich nicht. Das schauen wir jetzt gleich nochmal im Flur an. So. Hier gibt es nichts weiter. Keine Lichtschalter, gar nichts. Genau, hier ist der Crabtree mit seinem Atelierchen. Hier ist auch noch irgendwas. Vier. Halt! Halt! Halt, 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 halt! Und zwar vier, das ist ja. Ich erkenne doch die Dinger, das ist der Speisesaal. Speisesaal, Begrenzung. Tisch Nummer 4. Aha. Ich weiß jetzt nicht genau, was mir das bringen soll, aber ist hier egal. Auf jeden Fall Speisezimmer, Tisch Nummer 4. So, das hatten wir auch alles schon. Ach genau, hier. Was ist denn hier jetzt eigentlich? Klick, klick. Können wir da irgendwo. Aha. Aha. Arthur. Wer ist denn eigentlich Arthur? Ich glaube, es wäre klug, unsere Notizen, Skizzen und Aufzeichnungen mit deiner unsichtbaren Tinte zu verbergen. Mit Hitze und, ja genau, und Zitronensaft. Sehr schön. Niemand darf von unseren Plänen erfahren. Es ist besser, momentan niemanden zu trauen. Gruß, George. Kann man sich hier noch was anderes angucken? Irgendwie nicht. Aber ist da nicht die andere Hälfte des Fotos?
Nur die Frage ist, haben wir überhaupt? Wir haben hier. Was können wir denn dagegen halten? Kerze hätten wir auch noch. Wir haben noch gar kein leeres Blatt Papier. Wie kriege ich jetzt die da so? An? Testen wir mal. Jetzt war ich voll erschrocken. So, was können wir dagegen halten? Das da? Ja. Scheiße, Stift, Stift, Zettel, Stätte, Stift, Facken, Kack. Ich hab doch keinen Stift hier liegen. Ich bin doch wieder total unvorbereitet. So, was soll das jetzt hier heißen? Betty? Tü. Ma. Das sind doch bestimmt Anagramme. Fly. Morkana. Oder sind das einfach die Zeichen, weil wir ja zum Beispiel Grable, jetzt steht da Phrenic und bei uns hieß, er hatte ja, da stand ja nicht, wie das Zeichen hieß. Vielleicht heißt dieses Zeichen halt Phrenic. Oder? Idis. X. Oder, ja, X oder Ux. Miam. Mal gucken. Und wird uns sicherlich noch irgendwie. Naja. Interessant, okay. Ist sehr gut gemacht. Aus bitte, weil sonst fliegt uns hier alles in die Luft. Gut. Können wir das hier unten auch noch bitte ausstellen? So, das ist mir sicherer. Gut. Oh, falsch rum. Ein Zimmerchen kann man noch machen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Zimmer, wo ich voll viel bearbeiten muss. Oh nein, nicht das Musikzimmer. Der Schrank, war der auch schon offen? Also irgendwie sind jetzt alle Schränke offen. Ja, genau. Oh, hier geht auch schon wieder ordentlich was ab. Aber es liegt wahrscheinlich an den Zetteln da, aber die kennen wir ja auch schon. Was waren eigentlich hier unten drin? Kann man nicht angucken. Können wir nur die eine aufmachen oder was? Anscheinend. Gut, okay, wir haben also wieder was rausgefunden. Hier mit Thymer und Morkana und Phrenic und Siam. Ich schätze, das sind die Begriffe der verschiedenen Zeichen, die wir ja zum Beispiel bei der Grable gefunden haben. Wir wussten nur nicht, wie es heißt. Ich muss mir das jetzt hier nochmal, wenn ich den Part mal, bevor ich den nächsten aufnehme, werde ich mir das als alles nochmal zusammenschreiben auf meinen anderen Zettel, dass ich hier mal einen besseren Überblick kriege. Und ja, dann schauen wir uns das nächste Mal weiter den dritten Stock an. Und dann schauen wir uns noch den zweiten an. Da können wir ja auch das Kästchen noch öffnen. Ach, mitten, ich hätte vielleicht doch erst den zweiten gehen sollen. Naja, egal. Bist du da beim Hut? Oder haben wir das schon geöffnet? Nein, haben wir nicht, weil sonst hätte ich den Zettel dafür gebraucht, wo ich es aufgeschrieben habe. Den ich in keine Ahnung wo habe. Gut. Also, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.